Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu World of Warcraft und dem fröhlichen Hexenleveln. Wir gehen langsam auf Stufe 118 zu, glaube ich, ne? Ich glaube, 117, 118, irgendwie sowas. Aber jetzt werden wir erstmal den Gong schlagen. Dong. Und jetzt hören wir uns die Ansprache an. Achso, die kommt hier, okay. Soldaten, Freunde, wir haben viel durchgemacht. Aber ein Ende von unserem Kampf ist in Sicht. Unsere Feinde wollen alles, was uns lieb und teuer ist, vernichten. Wir dürfen das nicht zulassen. Sandalas Zukunft hängt von unseren Taten am heutigen Tag ab. Wir werden den Bluttrollen den Garaus machen. Wir werden sicherstellen, dass ihr Monster niemals gegen uns eingesetzt wird. Mit den Loa an unserer Seite und Mut in unseren Herzen werden wir siegreich sein. Wieso hat mich das jetzt gerade an Fluch der Karibik erinnert, als Elizabeth oben auf der Reling steht und irgendwas losplappert von wegen mit Mut in unseren Herzen. Wir kämpfen! Irgendwie so. Daran hat mich das gerade erinnert. Okay. Erobert die Blutfeuerschlucht von den Bluttrollen. Champion, folgt mir! Ihr anderen zu Rokan an der nördlichen Front! Rückt aus! Für die Zukunft von Sandala! Los geht's, Champion. Aufsitzen. Okay. Warte. Ich will mit. Warten Sie. Warten Sie, junge Frau. Nicht so schnell. Mein Gott. So, okay. Halt mal an. Was haben wir denn hier hinten? Zan, irgendwas da aufgedunsen, ne? Warte mal. Da möchte ich doch erstmal gucken, vielleicht. Bei dem Aufgedunsenen bist du das? Nee, du bist ein Raptor. Wo haben wir denn den Aufgedunsenen? Da. Okay, pirsche ich mich doch mal ran. Dann holen wir uns doch den erstmal. Die Bluttrolle werden ja wohl noch ein Momentchen hier warten können, ne? Ja, nun. Herrschaft, sei denn noch einmal. Ich habe irgendwie gerade Probleme hier. Ich habe Probleme mit den Tasten. Naja. Auch nichts Neues. Warum dreht er sich denn dauernd so blöde? Ich habe das so nicht unter Kontrolle. Aber der sieht cool aus, ne? Er sah cool aus. Okay. Wir haben alles erledigt hier drüben. Wunderbar. Dann gehen wir mal darüber. So, wo seid ihr denn alle? Ach, da. Och, natürlich. Jetzt fängt es an zu regnen, so wie draußen. Oh, gestern hat es ja mal ein bisschen geschneit. Bei uns hier. Die Schlacht hat begonnen. Führt uns zum Sieg. Hat's mal ein bisschen geschneit. Ich tue, was immer ich tun muss, damit zerstört drei Totems der Wiederbelebung. Auf dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schmücken. Sonst soll ich hier nichts machen? Nur Totems? Okay. So, Blutrolle soll ich noch töten. Ja, geschneit hat's gestern mal so ein bisschen. Das war dann gestern auch liegen geblieben. Habe ich mich der gefreut. Blutgott. Aber heute ist schon wieder alles weg. Und ich wollte doch einen Schneemann bauen. Ich wollte einen Schneemann bauen. Ich habe überhaupt keine Handschuhe zum Schneemann bauen. Ich hätte mich totgefroren wahrscheinlich. Aber trotzdem hätte ich gern, dass der Schnee auch hier mal liegen bleibt. Wenn man mal so guckt, was da in Bayern so passiert ist. Da unten in Österreich und so. Was da Schnee lag. Ach du Scheiße, ey. Und auf den Dächern, habt ihr das gesehen? In den Nachrichten lief ja nichts anderes mehr. Da hätte ich gern schon ein bisschen was von abgehabt. Nicht ganz so viel, aber ein bisschen. Aber naja, hier bei uns in Kassel, wir liegen hier halt ein bisschen in so einer Art Senke. Das ist teilweise sehr vorteilhaft, weil die
wie soll ich das sagen, die Schlechtwetterwolken bleiben irgendwo hier an den Bergen hängen. Und das kommt dann halt alles hier nicht so hin. Das ist, ja, ist schon sehr vom Vorteil. Aber so manchmal, wenn man dann sieht, keine Ahnung, irgendwo anders, ne, 50 Kilometer weiter schneit's wie Sau. Und hier bleibt halt gerade nichts liegen. Ne? Dann ist das schon ein bisschen schade ist das dann schon. Ich mag Schnee. Ja, ja. Der Blutgott nimmt. So. Die hätten wir, obwohl das da mit den Deutschen in Österreich, die da von der Lawine getroffen wurden und letztendlich ja dann gestorben sind, die vier, fand ich schon ein bisschen tragisch. Natürlich ist immer tragisch, aber irgendwo so im Hinterkopf habe ich mir auch gedacht, wisst ihr Jungs, ihr seid schon so ein bisschen selber schuld, ne? Das war irgendwie unnötig. Die sind da irgendwie auf einer gesperrten Piste oder so sind die gefahren und dann kam die Lawine runter und hat die Jungs verschüttet. Und die konnten halt nicht geborgen werden, weil die Schneefälle viel zu stark waren. Was mache ich hier? Das ist doch alles Bullshit. Ich will doch da hoch. Wie komme ich denn da? Ja, super. Ja. Da denkt man sich dann irgendwie schon so im Hinterkopf. Wisst ihr, Jungs, das war unnötig, ne? Absolut unnötig. Gewebter Götze. Und mit diesem, habt ihr das mitbekommen in den Nachrichten? Mit diesem kleinen, ja, Baby? Ist das noch ein Baby? Kann man das sagen? Diesem kleinen Jungen, 2 Jahre alt, in Spanien, der da in diesem winzig, winzig kleinen Röhrenschacht gefallen ist. Der Feind bekommt Verstärkung! Aha. Der Feind bekommt Verstärkung. Kriegsmatrone Mulaka. Achso. Die wirbelt schon mal hier unten ein bisschen rum, oder was? Okay. Ah, ja, jetzt. Okay. Ja, von diesem kleinen Kind, das da in diesem Brunnenschacht gefallen ist. Haben die den jetzt eigentlich aktuell rausgeholt? Wir haben heute den 26. Januar, wo ich das hier aufnehme. Haben die den inzwischen gefunden wenigstens? Die ganze Zeit hatten sie ihn ja noch nicht mal richtig gefunden eigentlich. Und da wird gebohrt und gebohrt und gebohrt und sie kriegen den da nicht gefunden oder kriegen ihn nicht raus. Was ist denn hier los, ey? Hier ist voll der Stress. Ich will was erzählen, liebe Freunde. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Okay. Rettet 6 verletzte Soldaten der Zandalari. Für die Gefallenen. Was geht? Fordert Artillerieschläger auf die Barrikaden der Blutrolle in Sulaman. Nasman, ja. Okay, ich glaube, ich komme hier gerade nicht zum Erzählen. Naja. Also, dass sie den Jungen da nicht rausholen oder rausgeholt haben bis jetzt, das finde ich schon skandalös. Er ist doch da garantiert schon 12 Tage da drinne. Und ich gehe nicht davon aus, dass der Junge noch lebt. Also, das glaube ich jetzt nicht. Ein 2-Jähriger ohne Wasser, ohne, ja, vor allen Dingen ohne Wasser halt. Ne? Ich glaube nicht, dass er noch lebt. Wobei auch da ich mir dann wieder die Frage gestellt habe, es war, ja, wie man, wenn man die Landschaft da gesehen hat, wo dieser Junge da gespielt hat, da muss ich ganz ehrlich, oh, erkundet Nasmir, nice. Da muss ich ganz ehrlich mal sagen, Entschuldigung, wie kann das sein? Man kann einen 2-Jährigen nicht unbeaufsichtigt lassen und zwar keine Minute. Keine Sekunde würde ich meinen 2-Jährigen unbeaufsichtigt irgendwo lassen, egal wo. Und dann da in so einer... Was hatte der Junge da alleine zu suchen? Warum war da keiner da? Also, da wird es garantiert noch Fragen geben an die Eltern, Verwandten, Bekannten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ich habe keine Kinder, aber da frage ich mich dann trotzdem. Achso, hier, warte. Barrikade. Wow. Jetzt habt ihr ihre Aufmerksamkeit. Ach du Scheiße. Deine Ladung. Oh, was ist denn da los? Seid ihr bescheuert?
Glaubt ihr, oh, cool. Ich lasse euch sterben, solange ihr mir noch was schuldet? Wansamgi! Der Rest von denen gehört euch. Viel Spaß. Aber vergesst mal nicht, eure Schuld zu begleichen. Schickt mir ihre Seelen. Cool. Kommst du jetzt jedes Mal? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt muss ich mich wahrscheinlich hier wirklich alleine durchhäckseln, ja. Auf jeden Fall, auch wenn ich keine Ahnung habe, ich weiß, dass ich keine Ahnung habe, weil ich habe keine Kinder, auf jeden Fall würde ich einen Zweijährigen unter gar keinen Umständen auch nur annähernd irgendwo alleine lassen. Wahrscheinlich noch nicht mal in einer eigenen Wohnung. Achso, da wird auch gekämpft. Ach Gottchen. Ja. Und wie ich da gesehen habe, wo das da passiert ist, wie das da aussieht, da habe ich mich schon gefragt. Von wegen mal kurz unbeaufsichtigt. Mal kurz. Das muss aber schon ein bisschen länger gewesen sein. Was heißt da gespielt, ey? Das ist da voll irgendwie nur Erde und Dreck und irgendwie ein bisschen zerklüftet sah das aus. Und dann ist da dieses Loch im Boden. Wieso spielt der Junge überhaupt da? Und was heißt da spielen? Also es hat keiner was erzählt, dass er da irgendwie mit einem anderen Kind irgendwie gespielt hätte. Ich meine, wir reden ja hier von einem Zweijährigen. Also weiß ich nicht, ich finde das alles irgendwie ein bisschen komisch. Kann mir jemand folgen, was ich sagen will? Das war wirklich, das ist irgendwie merkwürdig. Also nicht so die Gesamtheit dieser Geschichte. Finde ich irgendwie merkwürdig. Kann ich gar nicht anders sagen. Ich muss nachher unbedingt mal in die Nachrichten gucken oder im Internet mal kurz gucken, ob sie denn jetzt wenigstens seinen Körper oder irgendwas schon sehen können oder ob sie ihn rausgeholt haben. Das weiß ich gerade gar nicht. Naja. Vor allen Dingen meine ich, hätten die gesagt, dass die Eltern schon mal ein Kind verloren hätten, das irgendwie halt ja gestorben ist dann irgendwie, weiß ich nicht, kenne mich da nicht aus. An was kleine Kinder halt oder Babys eben sterben können. Also die haben schon ein Kind verloren. Da bin ich doch dann wahrscheinlich noch vorsichtiger, oder nicht? Nein, doch, würde ich schon sagen. Da bin ich doch dann super, super drüber, übervorsichtig mit dem zweiten Kind. Das lasse ich doch nicht aus den Augen. Ich verstehe das alles nicht so richtig. Achso, hier kommen jetzt keine angekrabbelt. Okay. Ich muss echt gleich mal im Internet gucken. Das lässt mir jetzt gerade keine Ruhe. Aber die Fernsehberichte und so, die hören natürlich dann auch irgendwann auf mit den Berichten in den Mengen, wie es dann immer am Anfang ist, ne? Am Anfang kommt ja nichts anderes von irgendwas in den Nachrichten. Und irgendwann hört das dann halt nach und nach auf. Und dann kriegt man es irgendwie auch gar nicht mehr so mit. Naja, ich werde mal gucken. Am besten gleich in der Aufnahmepause. Und dann kann ich euch total informieren dann. Mit meinem ständigen Halbwissen, das ich habe. Ah ja, mein Gott. So, hier hätten wir jetzt noch ein Tor, ne? Wobei ich aber auch sagen muss, eigentlich mag ich gar keine Nachrichten mehr oder irgendwas gucken. Ich meine, ich war noch nie der große Nachrichten-Fan. Gut, der Weg ist frei. Jetzt müssen wir nur noch das Ungeziefer entsorgen. Okay. Nie der große Nachrichten-Fan, weil immer nur... Also wirklich, sorry, aber nur Mord und Totschlag und Mord und Totschlag und Blut spritzt, Knochen fliegen, Alter. Oh, ich kann es nicht mehr ertragen. Tretet der großen Mutter Athena gegenüber. Schon wieder? Okay. Machen wir. Kommt! Das könnte unsere Chance sein, das ein für alle Mal zu beenden. Geht! Ich passe auf die Flanke auf. Ich kann es eigentlich schon gar nicht mehr sehen. Also wirklich nicht.
Aber dadurch, dass ich halt jetzt dann auch krank war, habe ich auch mal wieder einen Fernseher angemacht und dann auch mal die Nachrichten halt eingeschaltet. Sandala für immer. Sonst wäre Athena, ich überhaupt nicht informiert. Ihr werdet mein Volk nicht länger bedrohen. Genau, so Athena, jetzt komm mal raus. Ich habe nämlich bald keinen Bock mehr auf dich. Wird mir Spaß machen, euch das königliche Maul zu stopfen. Ich habe irgendwie bald keinen Bock mehr auf dich, Fräulein. Dauernd tauchst du auf. So. Ihr lebt im Saus und Braus. Hunger und Tod sind kein Thema. Euer Volk ist verweichlicht, Prinzessin. Die Sandalari haben die beste Flotte der Welt. Wir haben unsere Stärke bewiesen. Das Blut von euren Soldaten speist meine Armeen. Wenn sich die große Bestie erhebt, geht ganz Sandala unter. Das werde ich nicht zulassen. Ich bin der Schild von meinem Volk. Ja, ja, du bist der Schild von deinem Volk und ich muss hier den Dreck wegräumen. Ihr fangt an, mich zu langweilen, Prinzessin. Oh. Ich habe keine Zeit, mich mit einer verwöhnten Göre rumzuschlagen. Das Erweckungsritual muss abgeschlossen werden. Dina, kümmert euch um die. So, das sollte aber jetzt dann wahrscheinlich der letzte hier sein, ne? Der Koloss. Mutter Athena ist schon wieder abgezischt. Okay. Kann es sein, dass wir die in einem Dungeon dann wieder treffen? Vermutlich, ne? So, Loot gibt's hier auch nicht. Warte mal, was haben wir hier? Hab ich das schon? Danke, Champion. Sie ist viel stärker, als ich dachte. Ah, okay. So. Viel zu tun. Macht's kurz. Ja, bleib mal ganz ruhig, Fräulein. Ich will wenigstens mal gucken, was du hier für mich hast, nicht? Nicht wahr, nicht wahr? Okay, dann nehme ich mal den Gürtel mit. Auf dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schmücken. Aus dem Weg! Hier kommt die Kavallerie! Tut mal was für euer Geld! Feuer frei! Narren! Gahun kann nicht versagen. Eure Macht ist nutzlos. Okay. Ich tue, was immer beschwört ich tun muss, Krakwa damit und bittet ihn um Hilfe. Mögen die Loa über euch wach. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr sprecht mit Krakwa? Tihi. Warte mal, hier hinten ist aber doch noch was. Was ist denn hier los? Wo ist denn? Ach, da. Da muss der Krakwa jetzt gerade mal einen klitzekleinen Moment warten. Rokan hat hier irgendetwas. Für die Dunkelsperre. Beschafft eine Grockgiftdrüse und tötet am Marker die Grockmutter. Finger weg. Viel Glück, Mann. Ich halte hier Wache und passe auf, dass uns nichts in den Rücken fällt. Das ist super. Jo, der Frosch wartet. Dann gehen wir da erstmal gucken. Optional. Aha. Okay. Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Wer von euch hat denn so eine Drüse, liebe Freunde? Hm. Okay, die könnte da hinten in der Hütte drin sein. Boah, muss ich jetzt echt hier durch, ey? Kann ich hier nicht anders? Na, ist egal. Okay, ich schnetzel mich mal hier durch. Alles klärchen. So, du hast nicht zufällig... Oh, doch. Ah, okay, nice. Nice, nice, nice. Dann haben wir das ja schon. Muss ich nur mal sehen, wie wir durchkommen, nicht? Na.
fleischige Keulen. Oh, lecker, lecker. Da hinten ist auch noch irgendwo ein Rare-Mob, ne? So, looten Sie das mal, junge Frau, und dann geht es hier weiter. So, darf ich denn jetzt mal hier durch? Was haben wir denn hier hinten? Kriegstrommlerin Zurula. Ist die da oben irgendwo? Okay. Ich guck erst mal hier. Was war da? Warte. Gegrillter Raptor. Achso. Okay. Bist du richtig? Ja, du bist richtig, okay. Ja, dann versuche ich mal, ne? Meine Krux werden an euren Knochen nagen. Ja, ist klar. Ja, ich bin total verängstigt. Schön. Jetzt auch mit Leben. Nee, auf die Crocs kann ich jetzt hier nicht gucken. Doch, in meinem... Gute Arbeit, Mann. Es nicht schlecht. Das Ende. Nice. Ha. Nicey. Okay, warte mal. Sie ist jetzt hier zum Abgeben. Soll ich es wagen? Ja, warte mal. Ich gebe erst mal ab. Was kann ich gebe erst mal hier ab. Nutzt den Zauberstab der Glutfunken und setzt 8 Bluttrollhütten in Aquamar in Brand. Kommt wieder, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ich schleiche schon mal voraus und sichere uns einen Sammelpunkt. Trefft mich vorm Dorf, wenn ihr fertig seid. Okay. Was denn, die Hütten hier oder wie? Mal gucken. Okay. Was ist denn hier? Achso, das ist Bonusqueste. La Bonusqueste. Okay. Komme ich hier einfach mal so durch? Ohne dass ich aufgefressen werde, das wäre ja unfassbar. Vorratskiste, okay, da gucke ich gleich mal. Und dann gehen wir, glaube ich, da auch noch den Berg hoch. Beziehungsweise den Weg dazu, der Hütte hoch. Oder kommt sie, ist sie das hier? Blutige Jüngerin? Ne, wer ist das? Kriegsturm, achso. Geht die da lang, ey. Die Crocs werden sich satt fressen heute Abend. Ja, aber nicht an mir. So, jetzt lasst mich doch mal bitte an diese Vorratskiste hier gucken. Sack mit Vorräten, warte mal. Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Warte. Questgegenstand, ach so. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin irgendwie gerade verwirrt. Sack mit Vorräten, Questgegenstand, hä? Ja, okay. Ja. Der Blutgott nimmt alles. So, seid ihr jetzt alle um hier? Ich will jetzt mal hier hoch, bitte. Sack mit Vorräten? Gibt's wieder irgendwas übersehen? Man weiß es nicht. Ah ja. Okay, da oben werden die Trommeln. Ich höre es. Okay. Du. Ich
Ich hoffe, der schmeißt mich hier nicht. Ich stelle mich mal hier vor die Trommel, mein Freund. Und bitte schmeißen Sie mich nicht hier runter. Das wäre schön. Vorratskiste, okay. Der ist schon ein bisschen hartnäckig hier, der Typ, ne? Ja, und er macht ganz schön Schaden, aber ich will da jetzt auch nicht aus diesem Wirbel so weit rausgehen. Ich habe Angst, dass ich hier irgendwie... Ja, vielleicht so ein Stückchen, ne? So ein Stückelchen kann ich ja mal zurückgehen. Aber auch nicht gar so viel. Also wenn ich jetzt hier runterfalle, dann bin ich nämlich am Arsch. Das weiß ich da jetzt schon. Okay, ich glaube, hier stehe ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Nice. Und hier haben wir jetzt noch... Ja, Vorratskiste. Sack mit Zandalari-Vorräten. Jetzt blöd. Sieht hier irgendjemand irgendwas, was aussieht wie ein Sack mit Zandalari-Vorräten? Ich bin gerade total verwirrt hier. Okay, egal. Ich sammle es ein und fertig. Wie üblich hier, die totale Verwirrung. So, ich brauche noch ein paar Trollhütten. Die müssen wir noch mal hier ein bisschen niederbrennen. Ja, ist nur die Frage. Ja, die Hütte brennt ja nun schon. Oh. Viele Hütten habt ihr jetzt hier aber auch nicht, ne? Normal. Ich versuche es mal hier. Kann ich das da niederbrennen? Das ist schon eine relativ große Hütte, ne? Wer ist denn das hier? Blutige Jüngerin, achso. Nee, die will ich nicht. Das hier auch eine Hütte? Sehr gut, das war auch eine Hütte. Die habe ich schon abgefackelt. Kann ich denn die große hier? Mal gucken. Nee, die anscheinend nicht. Oder ich war nicht nah genug dran. Das kann natürlich auch sein. Oh, es sind aber auch so viele hier überall. Rabbi Rabatz. Ich will mich da jetzt hier auch nicht mit jedem anlegen. Naja. Ich versuch's mal da oben, oder? Bin mir gerade nicht sicher, wo ich hin muss. Hin muss soll kann. So, alles Klärchen, die ist weg. Befreit. Oh, jetzt kommen da noch so dick. Und da hinten ist auch noch ein Rare Mob. So, warte mal. Du. Du bist mir ein bisschen im Weg hier. Und schnell ist er auch noch. Wo sind meine Wichtel? Meine Wichtel sind schon wieder alle weg. So, jetzt warten Sie mal hier bitte. Ich muss jetzt mal gucken. Ich muss jetzt hier mal irgendwas... Nee, du, ich kann jetzt nicht. Ich muss hier mal was anzünden. Das
So, Izilgun oder wie auch immer du heißt, mach das mal hier um, bitte. Ich will mal hier ein bisschen was abzappeln. Sehr gut. Okay, dann haben wir das geklärt. Izilgun ist auch beschäftigt und wir helfen jetzt ein bisschen mit. Soll ich dich befreien? Nee. Voll gemein. Ich gehe einfach weiter. Haben wir denn hier noch jetzt eine Hütte? Oh, warte mal. Die hier habe ich noch nicht, ne? Okay. Ich suche... Wer bist du denn? Jagstep, der Wiederbelebte. Okay. Klingt nach einer Endlosaufgabe. Der Wiederbelebte. Und der ist jetzt hier wo? Wo genau? Da hinten. Boah, Leute. Echt jetzt? Das ist scheiße. Ja, gut. So, habe ich dich im Target? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich wollte mich eigentlich mal hier durchgeschlichen haben. Ich hier mal... Ja, Tag. Oh, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie hier alle angeschlottert, ey. Oh, oh, oh. Oh, jetzt habe ich aber schon mal den richtigen im Target. Das ist doch schön. Mal ein bisschen auf meinen Begleiter da achten. Das sieht gerade nicht so günstig aus hier für ihn. Ich gebe dir mal ein bisschen Blut gerade. Okay. Kann weitergehen. Es kann weitergehen. Oh, bitte, Leute. Macht es mir doch nicht so schwer jetzt, ja. Oh, Herrgott. Fein hast du das gemacht, mein Freund. Mir voll den Knochenhaufen hinterlassen. Nice. Okay, dann haben wir den auch erledigt. Ach so, das zählt nur hier für die Quest. Oh, jetzt habe ich es auch gerafft. Nee. Dauert manchmal ein bisschen länger mit mir. Ihr wisst es, ihr wisst es. So, ich brauche noch eine Hütte, Freunde. Oben ist noch was. Puh, da hinten oder nicht? Habe ich... Ne? Mal gucken, ob wir da hinkommen. Ohne aufgefressen zu werden. Das sieht ganz gut aus. Warte, warte, warte. So, sehr schön. Okay, die Richtung dann. Jetzt haben wir 81% von der Bonus-Quest. Na, könnten wir sie ja eigentlich auch fast zu Ende machen, ne? Okay, da bringt mir 2%. Ist ja nicht so viel. Wie viel bringst du mir? Oh, Befreiung bringt 5%. Alles klar. Okay. Befreien wir noch vielleicht ein paar Leute. Wird heute wieder eine Folge mit Überlänge, glaube ich. Aber macht ja nichts, ne? Wir steigen auch gleich wieder ganz furchtbar auf. So. Wie viel haben wir? 95. Sehr gut. Vielleicht doch schon mal da hinten in die Richtung gehen. Da in der Hütte. Ich sehe es gar nicht richtig. Was haben wir denn hier noch? Schniekes, Krakwas Zorn. Genau. Hau weg. Die Plörre. Ja, 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 ja. Kommen die jetzt von rechts auch alle? Nee, ne? Ich hoffe nicht.
Ich hoffe nicht. Doch, sie kommen alle. Ja, supi, da freue ich mich doch. Was ist denn das hier für ein Theater? Hallo, können wir das mal hier da? Guck mal. So vielleicht. Und dann bin ich gleich tot, wenn ich nicht aufpasse. Oh mein Gott. Das sieht gerade nicht so günstig hier für mich aus. Okay, Bonusquest haben wir erledigt. Izilgun hat es gleich hinter sich, glaube ich. Steht er noch? Nee, der steht nicht mehr. Das ist schlecht. Izilgun liegt im Dreck. Verdammte Axt. Ich muss mal gerade meine Wache hier beschwören. So viel Zeit muss es sein, Freunde der Nacht. So, dann brauche ich mal ein bisschen hier von deinem Blut. Okay. Alles wieder im Lot. Alles wieder gut. Bonusquest haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Dann brauche ich nur noch mein Fragezeichen da oben. Ja, ja, ihr Lieben. Und wir sind aufgestiegen. Sicher jetzt erst. Stufe 118. Aha, okay, jetzt haben wir 118. Na gut, von mir aus ich auch das. Euch, Mann. Oh, gut gemacht, Mann. Das ist Gerechtigkeit. Bleibt immer wachsam. Gern geschehen. Die Blutrolle kommen bald wieder. Sophie ist mal sicher. Aber jetzt wissen die, dass die auch zu Hause nicht sicher sind. Den nächsten Angriff überlegen die sich zweimal. Wir verschwinden besser. Lass die Geister ihren Weg zu Buan Samdi allein finden. Ja, ich hoffe, die kommen da auch an. Ich will ja hier meine Schuld bezahlen. Nicht wahr, nicht wahr? Okay, ihr Lieben, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch, wie immer. Und bis dahin, eure Trin.